So. Hallo zusammen und generell überhaupt. Wir sind live. Tatsächlich auch das. Wir sind live. Durchaus. Das ist Dark Souls 3, nachdem wir gerade erfolgreich Dark Souls 1 gespielt haben. Das heißt, ich habe keine Ahnung von Dark Souls 2. Wir haben Dark Souls 2 komplett ignoriert. Ich habe das Besitz des Spiels nicht mehr. Während es uns laut ins Ohr tümelt, Dingsbums. Wir sind, wie gesagt, im Livestream und ich fange jetzt direkt an. Ich muss dazu sagen, ich habe kurz mit Harald probiert. Harald ist ein Mann, eine Frau, muss ich dazu sagen. Aber wir machen natürlich einen Typen. Wir fangen an ein neues Spiel. Und dann geht's los. Ich bin ein bisschen gehypt. Yes, indeed. Bin ein bisschen gehypt für Dark Souls Dings, ne? It is called Lothric. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades. Schon wieder. And the lords go without thrones. Only in truth, the lords will abandon their thrones. Dazu sagen, dass ich mir Dark Souls 1 tatsächlich ein bisschen was im Wiki durchgelesen habe für die Story, weil mich ja persönlich Lore interessiert, aber leider Dark Souls, was Lore angeht, sehr, 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 sehr sündes. So, Eingabe unvollständig. Burn von Burn. Seines Zeichens männlich. Er ist erwachsen. Er ist ein Pyromant. Er kriegt ein. Wahrscheinlich gibt es keinen General. Für einen Krieger. Geeignetes Juwelen. Werden von Feuerwaffen, schwarze Feuerbomben. Flamme, Stessierhörnchen, halt Leiden, Ring des Lebens. Ja, der ist scheiße. Vor allem, man kann gar kein Startgeschenk nehmen. Bin ich mit dem Bettler. Nein! Fährt aus! Wir nehmen hier keinen scheiß Bettler. Ich spiel wieder den Pyromanten wie im ersten Teil. Einfach aus Tradition. Es wäre wahrscheinlich klüger, einfach was anderes zu nehmen, weil ich habe schon gehört, dass Pyromantie in Dark Souls 1, 2 und 3 ist schon wieder schlechter geworden. Warum hat er eigentlich 14 Glaube am Anfang? WTF! Naja, gut. Herrenlose Seele von einem, der neben dir steht, benutzt, um viele Seelen zu halten. Fickt euch, will ich nicht haben. Ja. Gehört mir ein Imitationszauber? Ganz ehrlich, das ist alles Kacke! Das ist nichts, wo ich mir denke, das ist geil. Ich nehme jetzt einen scheiß feurigen Edelstein und gut ist. So, jetzt Vorstellung. Krieger des Norden, Adios Astera, ba, 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 ihr seid ja lässlich. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Körperbau. Stämmig, dünn, sehr stämmig, Oberkörper. Großer Kopf, kleiner Kopf. Hm. Nehmen wir normal. So jetzt. Aussehen. Hier schlecht. Achso, nee, oder? Nee, will ich nicht. Alter, ja, das hatten wir alles schon. Stimme? Figur, Körperbehaarung, dicht? Macht null Unterschied. Als könnte ich ja noch alles einzeln, das lasse ich sein. Das ist mir total Wumpe. Pyromant ist von Anfang ziemlich schwierig, Burn. Ja, ach. Echt jetzt? Geschicklichkeit 16, Geschicklichkeit Dings, ist wahrscheinlich stärker. Und das Söldner ist anscheinend Dings basiert, wa? Ja, dann spielen wir Söldner. Das entspricht, glaube ich, am ehesten noch dem, was ich da zaubern kann. Ja, ich weiß, dass die Mana haben. Ich habe schon 5 Minuten gespielt, so ist nicht. So ist nicht. Ich spiele jetzt trotzdem einen scheiß Pyromant, ne? Ob das jetzt schwierig ist oder nicht, ist mir Wumpe. Wenn ich, im schlimmsten Fall muss ich noch anfangen, wenn es wirklich zum Kotzen ist. Ich weiß, dass es jetzt Mana gibt. Dass es diese blauen Estus-Flakons dafür gibt. Wie auch immer die richtig heißen. Das ist mir alles bewusst. Ich habe jetzt. Ja, bitte Brustpulli. Nimm Ritter. Nix. Ich spiele einen scheiß Pyromanten. Ist mir egal, was du sagst. Mach was mein Ding. Übrigens, nebenbei, lieber Zuschauer, der auf YouTube das vielleicht guckt, ist. Ich gucke gerade immer ein bisschen Fußball. Das steht 1-0. Immer noch. In 28 Minuten. Nein, nicht 29. Was ist mit dem Ritter? Der Ritter ist scheiße. Den nehme ich nicht. Ach, wie gesagt, das ist im schlimmsten Fall, fange ich nochmal neu an, weil ich merke, das ist absolut nichts für mich, aber komm. Das geht schon. Spiel ist schneller, was ich gerade sagen wollte zu der Lore. Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen. Man hat ja am Ende von Dark Souls 1 scheinbar die Wahl, entweder das letzte Feuer zu entfachen oder es eben nicht zu tun. So, der einzige Unterschied, den ich mir. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen nicht testgespielt. Ich bin bis zu Rex. Bis gleich gekommen. Das sehen wir gleich. Eine große Änderung, die ich gesehen habe, ist, dass man jetzt springt mit dem mittleren Mausdings. Also so. Das ist der einzige Unterschied, den mir aufgefallen ist bis jetzt beim Spielen. Also, naja. Das Mann ist doch Bier. Also, heißt die Bierflasche. Ja, ja, bestimmt. Also das Spiel ist tatsächlich ein bisschen dynamischer, also das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin da immer ein bisschen durch. Wie gesagt, ich gebe offen zu, ich habe den Anfang schon gespielt. Also die ersten 5 Meter habe ich schon. Bis zum Schrein bin ich schon gekommen. Weil ich musste ja auch die Performance testen, also ob das Spiel auf meinen Rechner auch ordentlich läuft und ob ich irgendwas beeinflussen muss oder. Ich musste ja. Oh, fuck. Die Steuerung ist zum Glück nochmal exakt genau die gleiche wie früher. Schwinde Seele. Was mir auch aufgefallen ist. Ah, jetzt, genau, das ist der blaue Estus zum Zaubern. Warum habe ich den auf meiner Haupt? Ach, das ist doch total sinnlos. Jetzt hast du denn ausgedacht. Ansonsten ist die Bedienung, zumindest soweit ich das sagen kann, relativ genauso wie im Vorgänger. Also wie im ersten Teil. Na gut, die Menüs liegen ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen sind die Menüs eigentlich nur Verbesserungen gekriegt, das Spiel. Also ich komme mit denen ganz gut klar. Ich habe es, wie gesagt, schon ausgetestet. Springen ist anders, ja genau. Das hab ich grenzenlos verwirrt bei meinen Test-Dingsbums. Weil es gibt, vielleicht gleich zeigen wir, gleich am Anfang hier ist so ein Dings. Und ich bin aber im besten Willen nicht rangekommen, weil das Springen nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gibt keine Mitbohr mehr? Oh, das habe ich noch. Das, okay, soweit habe ich nicht getestet. Ich habe ja wirklich nur den Anfang gespielt. Das heißt, ich habe. Aua, aua, aua. Lassen Sie das. Was ich übrigens auch geschafft habe, ist unfassbar oft an diesen komischen Wieler zu sterben. Moment, zeig ich gleich. Er spielt es wirklich deutlich schneller, ne? Kann ich den backstabben? Tatsächlich, kann ich. Also im Großen und Ganzen müsste ich das hier eigentlich hinkriegen, also wie gesagt. Also den Anfang kriegen wir noch ganz gut hin. Die Verwirrung kommt erst später. Also, ich kann euch genau sagen, wie weit es blind ist. Also ab wann es nicht mehr blind ist. Zum Beispiel weiß ich, dass da hinten so eine lustige Echse ist, die ich nicht tot kriege. Also ich weiß, dass man die tot kriegen kann, theoretisch. Die kann auch gar nicht so viel. Aber ich mache halt am Anfang viel zu wenig Damage an den Vieh, um es irgendwie nennenswert tot zu kriegen. Und Pyro fliegt jetzt irgendwie weiter, ist mir aufgefallen. Fuck. Hab ich schon erwähnt, dass ich tot bin? Ne, ich bin noch nicht tot. Doch, bitte. Erster Tod! Ja. Das ist schon 1-0, weiß ich schon. Mimik. Du bist viel zu langsam. So. Okay, so wie das. Also, wie gesagt, ich weiß, dass ich diese scheiß. Ich weiß, dass ich diese dumme Echse nicht tot kriege. Das habe ich schon versucht. Also, man kriegt sie wahrscheinlich tot, wenn man lange noch rumtänzelt, aber ich habe es immer nur auf dem halben Papier gekriegt. Das war, was ich getestet habe.
Das gehört zu meinem großen Test. Das war halt so wie der erste Gegner, der irgendwie so rumlief, den man irgendwie... Hä? Hey, ist der erste tot. Wie auch ein Unterschied ist, dass man jetzt immer menschlich ist. Ach, komm. Holzschilde sind übrigens kacke. Ich hasse Holzschilde. Wieso bist du überhaupt ausgedacht, dass es Holzschilde gibt in dieser Welt? Also eigentlich wollte ich mir bei diesen komischen Vier, die ich hier gerade auch nur... Aua! Ich finde es auch schön, wie mich das Vieh einfach Insta gibt. Willst du was? Komm, lass mich in Ruhe. Das ging ja gut an mir. Ja, ich wusste, dass ich hier todlos durchkomme, war allen klar. Ich wollte eigentlich noch kurz das Dings haben, was da rumliegt. Moment, das hole ich mir noch schnell. Moment. Das grüne Leuchten sieht jetzt schöner aus. Tschüss. Diese Kristallviecher schon wieder. Hat Season Revival gekriegt oder was? First Try für tot. Muss man mal testen. Ja, genau. Man muss ja gucken, ob das Sterben sich nicht auf einmal anders verhält. Genau. So ist das. Was mich übrigens stört, ist, dass man so wenig Estus-Flakons hat. Ich weiß, dass es mehr wird. Es muss einfach mehr werden. Weil, auch wenn ich mir eigentlich mehr oder weniger sah, dass die Orte für mich alle bleibt sind. Ich habe bei Bru ganz kurz mal geguckt. Da habe ich die gottlose Hauptstadt gesehen. Da weiß ich, dass die existiert. Aber die wurde ja auch gerade eigentlich schon mehr oder weniger gezeigt. In der Vorspann, wo ich gesagt hat, Jorn der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Insofern wisst ihr, dass die existiert, wusste ich ja schon vorher. Das ist bescheuert. Ja, also, entschuldigt, wenn ich immer kurz ein bisschen durchrenne am Anfang. Unter 50 geht die Rolle schneller verbraucht wie in der Kondi, über 50 und langsamer. Mhm. Totenacker der Dingsbums. Ja, hier kann man einfach gar nichts machen, hervorragend. Ja, und die Stelle habe ich ungefähr 20 Mal gespielt. Oder sagen wir mal einfach mal 100 Mal, weil ich rausfinden wollte, wie man springt. Das Spiel ist, wie gesagt, tatsächlich schneller, also. Bin ich zumindest der Meinung, weil das ist halt... Was, die haben das aber wieder reingepatcht, weil das so hieß, war das nicht? Was war im Dings? So, und jetzt hier kommt der große Hammer, weil ich war nämlich maßlos verwirrt. Ja, scheiße. Wie ich auf diese Kiste raufkomme. Das habe ich beim besten Willen nicht hingekriegt. Ja. War ein großes Elend. Und das Ding hole ich mir noch. Das war auch schon da, mein Lieber. Ich habe keine Ahnung. Wer bist du denn noch? Oh, ohne Witz, wer ist der? So, wie gesagt, das Springen ist irgendwie so eine Sache für sich. Ech. Bin ich echt gesagt zu doof für. Also, das ist. Den Sarg springen, das geht auf jeden. Ich weiß, dass das auf den Sarg springen geht. Ich habe es ja 20 Mal getestet, weil das ist hier die Stelle, wo ich die Steuerung ausprobiert habe. Und da war da die Notiz. Und ich kann hier mal kurz vorlesen. Das war das, was mich ja endgültig verwirrt hat hier. L beim Springen. Ich so, was ist denn bitteschön L? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Bin ich jetzt zu doof dafür? Natürlich geht das. Wenn das nicht gehen würde, wäre es total hohl, dass da so ein Dings oben liegt. Ich bin halt bloß zu dämlich dafür. Daran hängt es gerade. Kriegen das hin? Moment. Muss ich hier rüber? Ja, es wäre, glaube ich, ganz klug, wenn ich hier über den Stein rennen würde, statt über die Kante, wo ich gerade lang gelaufen bin. Linker Trigger drücken. Ich weiß, dass man mit dem linken Trigger drücken. Guck hier. Also man springt, dann hier. Kann ich. Ich kann theoretisch springen, ich bin bloß so doof. Ach, fick dich. Naja, gleich am Anfang gescheitert. Kriegen wir nicht hin. Gibt's denn hier unten eigentlich noch? Hier war ich. Ist ja edel. Oh, ich hasse Brandpfeiler, wirklich. Vom großen Stein springen, Fellfisch. Ja. Das war auf jeden Fall. Wie gesagt, das Springen hat mir viel geistige Leistung abverlangt, aber. Ich weiß theoretisch, wie es geht. In der Theorie. Worum geht es? Was hier, das hat mich echt verwirrt. Ich muss mal selbst schnell. Ich habe das mal einmal durchgeführt, da kam die Kathedrale. Dann kann ich die Kathedrale nicht mehr sehen. Was? Die Kathedrale? Da bin ich wahrscheinlich noch nicht. Hui! Jetzt echt, das hat das Holzschild nur. Siehst du, geht doch. Das ist total einfach. Ich geb's zu. Das ist total simpel und banal. Und ich hab da gerade für 4 Versuche gebraucht. Der Typ mir zu töten ist auch total einfach banal. Auch hier.
war das denn? Kurzer Leck. Oh, Ecke. Fußball gerade. So weit auch noch nicht. Umgeh, das war knapp. Ja. So. Ich muss zugeben, dass ich das auch schon mal anders schon gesehen habe. Sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Weil das ist scheinbar das Schwert, was. Was für die Leuchtfeuer benutzt wird. Scheiße. Ich frag mich übrigens immer noch, was dieses scheiß Schleimzeug sein soll. Das ist storytechnisch für mich noch nicht aufgelöst. Das Ding ist, es erinnert mich ein bisschen an Darksiders, an den komischen Schleim, den es in Darksiders gab. Also wo quasi das Chaos die Welpe befallen hat und das sich durch den komischen Schleim ausgedrückt hat, der überall rumlag. Ein gewundenes Schwert. Wuhu! So. Also irgendwie abzueichen zwar ein bisschen. Das tut mir leid, ich weiß nicht so richtig, was es sein soll. Wie? Das Feuer war noch nicht entzündet? Das ist schon bei der Aufstellung, wenn wir das zum Schulern können. Ja, gut. Das ist scheinbar auch nur, dass jetzt jeder nur 15 Bob, ein Leuchtfeuer hinterlässt. Sobald er einen Lebenspunktebalken hat, hat der gute Mann, droppt er quasi. GT First Try? Ja. Droppt er quasi scheinbar einen komischen Leuchte-Dingens-Moments. So. Scheiße, ich habe gerade vergessen, ich glaube, ich habe die Hunde vergessen. Und wo waren hier noch Hunde? Ganz genau, direkt bei meinen Testspielen gegen Knochenhunde gekämpft habe. Das hat mich mega angekotzt. Der war feueranfällig? Ups. Ein gerades Bruchschwert. Was bin ich glücklich, dass ich mit diesem geraden Bruchschwert nicht anfangen musste. Ach, hier. Ich könnte ja mal mein bisschen mein Pyro benutzen, oder? Guck mal, wie viel Reichweite die Scheiße jetzt hat. Das ist doch Weltklasse, oder? Ey, das ist ja Wahnsinn, wie viel Reichweite dieses dumme Pyro jetzt hat. Das kannst du ja meterweit werfen. Oh, mein Hammerknochen. Schön. Der war feueranfällig. Ja, wie gesagt, also dieses komische Schleimzeug. Das hat man ja schon gesehen bei den einen Typen in der Vorsequenz. Da frage ich mich immer, was er darstellen soll. Also ich bin tatsächlich ein bisschen an der Lore interessiert. Das ist mir ja mal so viel gefallen, wie ich mich mal mit Boomer unterhalten habe. Den interessiert ja aber die Lore 0. Der mag ja die Herausforderung. Vielleicht kriegt das ja nicht werfen, wenn ich das vor mir werfe. Der mag ja die Herausforderung des Spiels an sich. Ich bin ja eher so der Story-Spieler. Ach du Scheiße. Lassen Sie mich in Ruhe, der daher. Und weil man das Laub werfen kann. Das ist so krass. Hui. Oh fuck. Ich würde eigentlich das. So, haben wir jetzt alles? So. Ich kann übrigens schon mal frisch machen. Wir werden uns wahrscheinlich gleich mindestens 10 Minuten lang mit den ganzen NPCs unterhalten, die in dieser Bude da drin stehen. Wie gesagt, der Blind-Teil kommt noch. Und zwar, also eigentlich kann ich es direkt sagen. Also sobald ich fertig bin mit allen Leuten unterhalten, habe da ist Blind. Weiter habe ich noch nicht. Ah ja. Ich habe die Hunde gefunden, von denen ich erzählt habe. Ich hasse Hunde. Immer noch. Story, dann The Witcher. Ich habe doch Witcher schon durchgespielt. Eine Glut. Das ist auch so ein Ding, was ich auch schon woanders gesehen habe. Wie gesagt, das ist ja eigentlich illusorisch heutzutage noch, was Blind zu spielen. Also ist ja, man schaut sich komplett von der Welt ab. Die Glut ist scheinbar das, was früher die Menschlichkeit war. Ich denke mal, die meisten Leute, die das jetzt hier sehen, wissen eigentlich schon über die groben Basics bekannt, Bescheid. Dem bräuchte ich wahrscheinlich nichts zu erzählen. Was wir machen könnten, ist mal kurz, wir könnten mal eben das hier benutzen. Ach, das ist echt, ich bin echt hier wieder hier. Oh. Kann ich nicht. Warte mal. Was kann ich hier machen? Weil ich keine Auswahl? Auswahl ablegen? Achso, nee. Also wie das. Guck mal, deine Lebensanzeige. Ja, die ist jetzt ein bisschen länger, weil ich entfacht bin. Das weiß ich. Wie gesagt, es gibt viele Dinge, die ich bereits weiß. Und ich bin auch noch maßlos verwirrt, dass das hier angeblich der Feuerbahnschrein sein soll. Also, ich verstehe es nicht. Das letzte Mal, wo ich beim Feuerbahnschrein war, sah der anders aus. Entweder findet die. Ja, diese Lexie finde ich sehr komisch. Abends habe ich immer so Frame-Brüche. Mal gucken, ob ich da eben vielleicht was machen kann.
Beim letzten Mal, wo ich im Feuerbahnschrein war, sah das ganz anders aus. Entweder haben die Untoten so durch entschieden, sie bauen ordentlich was auf und es sind hier mehrere tausend Jahre vergangen oder zumindest ein paar hundert. Oder aber es gibt einfach mehrere Feuerbahnschreine, was weiß ich nicht. So, hallo, du. Das ist doch die am Anfang mit der Sequenz, die diese Krone gegriffen hat, oder? Welcome to the bonfire, unkindled one. Muss ich jetzt echt... I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. Ja. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. So, da kann ich leveln. Ich hab mir sagen lassen... Touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Also ab und zu gibt's ja so eine Lexi. Keine Ahnung, wie die herkommt. Ich hab mir sagen lassen, dass... Belastbarkeit ist jetzt ein eigenes Level ab. Ach, das ist ja ein Elend. Das ist ja ein Finderglück? So. Mich kann Glück leveln? Na, Glück ist quasi Resistenz, wa? Ja, das ist ja lustig. Der Wille steigt in mir, ein Glück-Only-Schar zu machen. Ah, warte, wir leveln auf jeden Fall, glaube ich, erstmal für den Anfang, bevor ich irgendeine Waffe finde, level ich, glaube ich, erstmal Wit. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Und alles weitere level ich dann beim nächsten Mal. Hat ihr noch zu sagen? Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Immer noch 1-0. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Ja, schön. Farewell, jeden Fall habe ich mir sagen lassen, das sind Demon Souls, also den ersten Souls-Teil, gab es scheinbar irgendwie auch so eine komische Olle, die irgendwie rumstand und einen gelevelt hat. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass man die da nicht töten kann, weil wenn man sie tötet, steht sie wieder auf. Weiß ich, weil ich schon gemacht habe. Man muss ja Sachen testen. Glückwunsch, eine Art Klasse in DS3. Okay, da ist schon der zweite One vorbereitet, wa? Ah, another one, roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Zusammenbrechen, na großartig. Don't you think? Nein. Der erinnert mich ein bisschen an den Quest von Warrior aus Dark Souls 1. Also der da am Feuer rumsaß und die ganze Zeit rumlamentiert hat. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends. Those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. Ja, jetzt mal, das hatten wir schon. Also, wer hat das gehört? Ah ja, Herr Mimik, um deine Antwort darauf zu liefern, da. Ich gucke das EM-Spiel, es ist mir bloß ziemlich herzlich egal. Ich hab da so ein Auge drauf. Wenn Tor fällt, sehe ich das wahrscheinlich aus dem Augenwinkel. Aber prinzipiell ist mir das egal. So, zurück zu Dark Souls. Was steht da? Ein gravierter Text. Der Heilige König Lothwick, letzte Hoffnung seiner Linie. Den kenne ich nicht. Der müsste hier drauf sitzen, tut aber nicht. Großartig. Steht den anderen auch was dran? Ludlet der Verbannte. Wer ist er hier? Der heilige Aldrich des Abgrunds. Ach ja, das sind die, die am Anfang erwähnt wurden. Okay, die müssen hier also hin. Der sitzt hier nämlich schon. Moin. All that unkindled and a seeker of lords. I am Ludlet of Corland. Der Verbannte. Du siehst recht hollow aus, mein Freund. Look not in bewilderment, as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. Adamant. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Hat er keine Beine mehr, die ihm weggebrannt sind? Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. Uh-huh. I may be but small, but I will die a colossus. Uh-huh. Now, now,
Meint er damit das erste Ding des Feuers von Gwyn? Oder gab es davor schon eins? Wie gesagt, ich bin in Dark Souls Lore leider nicht so drin, wie ich gerne drin wäre. Aber, na, reden wir noch mit dem Rest der Leute. Ich weiß, dass hier mindestens noch drei Leute sind. Hallo, alte Frau. Pleasure to make thine acquaintance, Ashenman. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ich glaube, sie ist blind, oder? Ashen One, fetch souls and bring them to me. Mir fällt gerade so auf. Mir fällt gerade so auf, dass ich vielleicht nicht alles gleich hätte verprassen sollen, sondern stattdessen erstmal mit ihr hätte reden sollen. Aber kann Gegenstände verkaufen? Ich kann Gegenstände verkaufen? Aha! Oh, ich kann meinen Zauberspruch verkaufen. Nein, ich kann die gerade nicht verkaufen, aber. Ich kann Sachen verkaufen, das ist ja interessant. Was haben wir denn hier? Prismasteine, jawohl. Die guten alten Prismas. Lila Moosknumpen, Reparaturpulver, Dingens. Hä, wofür brauche ich denn? Achso, Reparaturpulver zum unterwegs reparieren. Ja, ich habe schon gehört, dass viele Leute beschweren sich immer, dass die Waffen in Dark Souls 1 so langsam kaputt gehen. Und ich denke mal stark, dass wenn man hier ein bisschen länger unterwegs ist, man Reparaturpulver bräuchte, um es unterwegs zu reparieren. Faruns Stachel fährt einen Seelenwurfpfeil ab. Ein Seelenwurfpfeil? Was zur Hölle? Holzpfeile. Und das Kettenhemd hat sie natürlich im Angebot. Okay, sie ist also quasi wie der erste Händler im ersten Teil. Okay, achso, das ist alles? Ja, alle Objekte, den kann man das füllen. Okay, gut, das hat einen Turmschlüssel schon hinter dem Schrein. Ich denke mal, da muss ich später hin. Waffen? Ich hätte ja großes Interesse an einem Langschwert. Hat ihr eins? Nee. Aber man könnte direkt auf Magier um. Kamesin-Parma. Ich hätte gerne mal ein vernünftiges Schild, Freunde. Kettengamaschen. Was ist ein Ring? Nix. Okay, gut. Aschenmann. Jetzt noch Burn Großanlauf, aber sowas von. So, hallo, André. Well, a newcomer, I see. I am André. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust? Ja. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. So, Waffen verstärken. Meine scheiß Achse. Achso, die erste Titanitscherbe habe ich ja schon. Das kann er noch verstärken. Schild, okay, das möchte ich aber auch nicht. Waffen durchwirken? Achso, jetzt könnte ich wahrscheinlich das Ding hier mit Feuer reinballern, oder? Gealterter Edelstein, Kruder. Achso, also ich könnte jetzt also eine Feueraxt machen. Das möchte ich aber auf keinen Fall machen. Achso, und er schiebt die Estus hin und her. Na gut, dann machen wir es erstmal so, dass ich 4 Estus bei habe, weil. Okay, da brauche ich Estusstellen. Wo kann ich die? Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Ja. Use a powder or simply rest at a bonfire. Ah, wie was? Should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure you. So, handle them with care, if you would. Ja, das ist mir schon ziemlich klar, dass das Waffen aufwerten, dass ich damit warten sollte. Ich hab auch keinerlei Intention, hier jetzt meine Waffen aufzuwerten. Ich finde die Axt scheiße, ich finde das Schild scheiße, ich finde meine Rüstung auch scheiße. Also ich mag eigentlich keinen Teil meiner Ausrüstung gerade. Das ist halt bloß die Statusrüstung von Pyro, was soll ich denn machen? Oder wo gibt's hier noch mehr Leute, das weiß ich. Irgendwo, dachte ich zumindest. Oder auch nicht. Ich dachte nicht, hier gibt es irgendwie noch einen Magier oder so. Wie gesagt, also gerade diesen scheiß Schrein habe ich halt schon gesehen bei Bru. Ich gebe ja zu, das ist. Ein paar Sachen habe ich schon gesehen, das bleibt halt nicht aus. Er konnte doch auf einmal an, dass ich auf einmal anfange, Dark Souls zu spielen. Das konnte ich ja vorher nicht wissen. Warte mal, wir hätten das viel einfacher. Mal gucken, wie gut sich das entwickelt. Wie gesagt, erstmal möchte ich eine andere Ausrüstung finden. Das ist die ich jetzt gerade habe, ist. Ist gerade ein bisschen unterirdisch. Gut. Ich denke mal, wir haben diesen Schrein erstmal fürs erste erkundet. Zumindest sehe ich hier keine NPCs mehr, mit denen ich noch reden könnte. Das heißt, wir belassen das erstmal dabei und machen mal unsere Mission. Was auch immer die ist. Gut. Also, machen wir Folge Ende für YouTube. Wir sehen uns dann morgen auf YouTube zumindest. Tschüss.